Ein Flieger. Wir werden auf diesen Flügel klettern müssen, um den Rumpf zu erreichen. Na klar. Und ein herzliches Willkommen zurück bei Let's Play Call of Duty Black Ops. Mission Nummer 10. Und bevor es losgeht, speichern wir erstmal. Sicher ist sicher. Sie bestätigten, dass Kravchenko die rechte Hand von Dragovic in Laos aktiv war. Ja. Reznov sagte, die hätten mehr Leute getötet, als ich zählen kann. Hören Sie mir genau zu, Mason. Sie können Reznov nicht trauen. Was immer er Ihnen aussagt. Aber von ihm haben wir die Akte über Clark. Er führte uns zu Nova 6. Reznov ist nicht der, für den Sie ihn halten. Nein, er ist mein Freund. Er half mir zu fliehen. Betrogen, vergessen und verlassen. Alle Brüder. Gehirnwäsche. Vergessen Sie Reznov. Konzentrieren Sie sich, Mason. Wir haben keine Zeit mehr. Bald herrscht Krieg. Wessen Krieg? Scheiße, wer sind Sie überhaupt? Ah! Ich höre immer nur diese scheiß Zahlen. Eine Übertragung, Mason. Die Zahlen sind eine Übertragung. Sie wurden einer Gehirnwäsche unterzogen. Tja, das beruhigt mich doch gleich sehr. Und ich sage ja, Reznov ist nicht koscher. Ja. Wirrer anstatt klarer. Aber was tut man nicht alles für den Weltfrieden? Und um die Zahlen aus unserem Kopf bzw. von Mason zu bekommen. Und willkommen in Laos im Jahre 1968. Wir sollten irgendwie vor den Sowjets beim Nova 6 sein. Wahrscheinlich nicht zum Urlaub machen. Hallo. Alles klar, Leute. Ich werde für diesen Job bezahlt, also gebt mir Arbeit. Seid ihr auch nett zu denen? Da sind wir. Gehen wir. Was ist das denn? Das ist einer von uns. Ah, Verletzter, hä? Richtig. Oder Loch in der Hose. Weiß man nicht so richtig, ne? Entschuldigung, ich habe gedammelt. So. M202, Baumann Steuerbordseite bewaffnen. Mason, du steuerst. Ich steuere? Ui. Ich bin noch nie ein Boot gefahren. Begeben Sie sich flussaufwärts zur Absturzstelle. L zum Bewegen. Tatsächlich. Zielen mit R. Ui. Das ist ja schwierig. Man steuert und gibt Gas nur mit dem linken Stick. Aha. Aha, aha, aha. Oh, es geht sogar. Diesmal wäre es mal ordentlich Verstärkung dabei. Oh, man kann ranzoomen. Achtung, feindliches Lager voraus! Linke Seite, Raketenwerfer! Oh, und ich kann mit links kann ich Raketen schießen. Ui! Boom! 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 Läuft! Oh, bewegliches Ziel! Yeah, Rock'n'Roll! Hab ich ihn erwischt? Sowas von! Oh, sorry, war kurz unkontrolliert. Was, wer, wo? Ach da, ach da. Oh, Entschuldigung, ich war unkonzentriert. Achtung! Keine
Munition mehr. Yeah. Gut gemacht, Mason. Steuere jetzt auf die Barrikade des Flusses zu. Unsere Jungs übernehmen das. Barrikade des Flusses. Barrikade des Flusses. Meinst du das? Ach nee, du meinst das, ja. Immer dem goldenen Pfeil folgen. Das müssen wir langsam mal gelernt haben. Soll ich schießen? Oh ja, schießen. Verdammt, yeah, well. Bam! Oh, jetzt mit der Steuerung hier klarkommt, das ist echt übel. Und boom. Nicht mit uns, nicht mit mir. Oh, Turm. Was? Durch den Turm durchgeschossen? Nein! Here we go! Ah, sorry Leute, ich war zu spät, ne? Bisschen mehr Konzentration. Nehmen wir mal alles hier an Hütten. Oh. Entschuldigung, hab nicht drauf geachtet, wo ich hinfahre, Leute. Und die ständigen... Ja. Klassische Bildaussetzer. HDMI-Splitter. Sei verflucht! So, jetzt mal ein bisschen mehr Konzentration. Oh, vielleicht nicht den eigenen Hubschrauber abschießen, ne? Oh, und wieder die Bildaussetzer. Ey, die bringen mich hier noch ins Grab, ins Virtuelle. Ach, da war er, der Junge. Oh, tatsächlich daneben geschossen. Okay, aufpassen, da könnten noch mehr sein. Brücke direkt vor uns, das wird leicht. Boom! Sind das eigentlich Vietcong oder Amerikaner, die da laufen? Also so richtig geblickt habe ich es noch nicht. Noch ein ZSO oben auf diesem Kampf stellen. Oh. Noch ein. Ausweichen. Endstation. Mist. Na geht doch. Oh! Sie sind überall! Das sollte der letzte sein. Geben wir ihnen alles! Wir hätten beinahe Baumen verloren! Das war ihre Festung! Wir haben sie in die Flucht geschlagen! Oh, war doch einfach. Kommt etwas Großes! Es ist soweit, Jungs! Ein VA-PT-Boot! Zielt auf die Rückseite, der Motor ist hinten! Moment, Alter! Das Ding ist in den Flammen weiter! Na komm. Erledige es jetzt. Ah, hab daneben geschossen. Jetzt. Wenn's mal wieder länger dauert. Sanitäter zu mir. Hol dir einen Snickers. Ja, tut mir leid, Jungs. Ich war ein bisschen unkonzentriert. Ich geb's ja zu. Der Junge hat's nicht geschafft. Hm. Ich schwöre, Woods hat um ihn geweint. Aber er hat sich die Tränen verkneffen. Bis jetzt noch nichts. Moment, da ist etwas in den Bäumen. Was immer auch passiert ist, wir haben es verpasst. Wir haben hier einen abgestürzten Flieger. Was sehen Sie? Hier draußen ist nichts. Unsinn! Zwei D-Vögel. Schattenvögel. Uiuiui. Bowman! Was ist passiert? Hier ist nichts. Wildlife. Nicht schlecht. Das Flugzeug muss hier sein, Messer. Kravchenko ist nah. Zumindest landschaftlich beeindruckend. Willkommen, Brodies.
Ich spüre es! Kravchenko ist nah! Was hast du in den Eiern, Reznov? Kravchenko. Er muss hier sein. Sie haben es gefunden, direkt da vorne. Wir stellen sie durch. Aber visuelle Bestätigung. Explosionszentrum. Überall Leichen und Ladung. Mason zum Ufer. Wir haben nicht viel Zeit. Ja, ich würde gerne, aber mein Boot spielt nicht mit, irgendwie. Unser Schlüssel zu Kravchenko, Steiner und Rakovic. Diese ständigen Bildaussetzer, die machen mich echt kirre. Ihr seht das wahrscheinlich nur... Ihr seht anscheinend nur kurze Unterbrechungen und ich sehe immer kurz für ein, zwei Sekunden einen schwarzen Bildschirm. Das ist echt total nervig, weil das Spiel in der Zwischenzeit weiterläuft. Liegt aber nicht am Spiel, liegt an dem HDMI-Splitter, der zwischen Bildschirm und Aufnahmegerät hängt. Oh, oh, falsche Waffe, falsche Waffe, falsche Waffe! Oh, sorry, Woods. Aktivität auf dem linken Hügel. Hätte einfach mal schießen können, ne? Linker Hügel. Ach, das ist ja ein MG, ist ja gar kein Scharfschützengewehr. Das ist super. Du musst ihn nur noch treffen. Und dann kann der Weltfrieden kommen. Woods sieht ja auch so immer so ein bisschen wie so ein Vietcong aus. Beim Baumstamm? Hier ist ein Wald, du Idiot. Bei welchem Baumstamm? Ziel, linker Hügel. Ziel erledigt. Glühwürmchen. Glühwürmchen. Diesen Baumstamm überprüfen. Und den anderen Baumstamm da drüben bitte auch. Schon wieder ein Baumstumpf. Woods, werd mal ein bisschen konkreter. Ja, wenn ich so einen KI-Gegner mal richtig auf den Kicker hat, dann liegst du relativ schnell am Boden. Selbst im Schwierigkeitsgrad Soldat. Danke, Hubschrauber. So, laden wir mal lieber nach, ne? Ach, geht gar nicht. Ist schon nachgeladen. Schön. Scharfschützen im Baum. Was? Im Baum? Wasserfall, Feinde. Diese Bildaussetzer treiben mich in den Wahnsinn und kosten mich das virtuelle Leben. Ah, Merde. So, ich muss jetzt mal kurz Pause machen und überprüfe mal schnell meine Kabel. Das kann ja echt nicht Sinn der Sache sein. Ich meine, ich habe das schon öfters gehört, dass diese HDMI-Splitter durchaus mal Probleme machen, aber ohne HDMI-Splitter kriegt man halt kein Full-HD-Signal von der PlayStation 3. Ist nun mal so. Klingt komisch. Ist aber so. So, die KI-Kollegen machen hier tatsächlich auch mal einen relativ guten Job. Nein! Alter! Die Sowjets! Du kümmerst dich um die Scharfschützen, du, da steht ein Kampfhubschrauber. Au! Ach, Scharfschütze, wieder eine Palme. Alter, ihr rennt da einfach rein, du. Werfen wir eine Granate voraus. Und nochmal eine hinterher, kann ich schaden. Wir haben ja genug. Macht ihr das mal, Jungs. Oh, Speedy Bee, Speedy Bo. Der schnellste Schütze von Mexiko. So. Ich komm gleich, Jungs. Das war eine Granate, ich habe sie fliegen sehen. Aber wo explodiert sie? Nein, sie haben die Glühwürmchen getötet. Wo seid ihr, Jungs? Oh. Das scheint ja ein beliebter
Scharfschützen-Hotspot für den Willkommen gewesen zu sein, ne? Oben schön in der Palme drin, aber das macht sich einfach nur gut für das Spiel. Oh. Nein! Ah, mehr. Ah! Oh! Doch nicht in den Kopf! Und die Bildaussetzer werden immer länger. Und super, das Spiel läuft nämlich inzwischen seit weiter, während ich einen schwarzen Bildschirm sehe. Und ich weiß nicht so wirklich, was passiert. Ich kann bloß hoffen, dass ich es in die Deckung geschafft habe. So, Woods, wo siehst du denn einen? Oder schießt du auf Grashüpfer? Ach, alles klar. Deshalb sind die Heinz verschwunden. Wir können keine Beweise hinterlassen. Die Fracht muss Nova 6 gewesen sein. Kravchenko würde sich nicht grundlos so viele Umstände machen. Ein Flieger. Wir werden auf diesen Flügel klettern müssen, um den Rumpf zu erreichen. Na klar. Ich gehe wieder. Ich werde diese Seite stabilisieren. Vorsichtig! Meißen! Kommt ihr mit? Ihr seid dabei, alles klar. Bringt natürlich nichts, wenn ich als erstes gehe und ihr lauft mir direkt hinterher. Dann werdet ihr jetzt mit in den Tod gestürzt. Und der Weltfrieden in Gefahr. Was? Informationen? Oh! Informationen! Sowas gibt's in diesem Spiel! Sowas gibt's in diesem Spiel! Es ist ja unglaublich! 6,6 Meter! Es brennt aber! Immer schön wachsam bleiben, Leute. Was ist passiert? Die Chemiewaffe. Nova 6 muss sich nach dem Absturz verteilt haben. Nein! Granatwerfer, was machen die Russen? Denn bitte mit amerikanischen Waffen. Muss eine Art Komplott sein. Das Nova 6 ist weg, aber seht mal. Eine Karte der Gegend. Das muss Kravchenkos Anlage sein, mitten in Laos. Kravchenko. Er muss sterben. Okay, Mason. Gehen wir. Also das mit den Bildaussetzern, ich muss mich nochmal dafür entschuldigen. Das wird wirklich von Minute zu Minute schlimmer. Ich sehe es dann am Ende. Also wie gesagt, für mich ist der Bildschirm immer für ein, zwei Sekunden schwarz. Ich sehe nicht, ich höre nichts. Das Spiel läuft weiter. Ja, entweder später in der Aufnahme, was ihr dann seht, ist das auch schwarz. Oder es ist einfach ein kompletter Aussetzer. Es ist auf jeden Fall tierisch nervig. Ich hoffe, ich kann euch trotzdem einigermaßen unterhaltsam durch diese Episode führen. Ab dem nächsten Video gucke ich mir das nochmal genau an. So, was tun wir jetzt? Reznov? Bowman? Woods? Gehen wir voran? Nö. Ach so. Ich soll... Okay, deutliche Botschaft. Ich soll den Granatwerfer nehmen, alles klar. Alles klar, da wollt ihr ja gar nicht hinschießen. Das sind ja hoffentlich die feindlichen Leute da unten, ne? Was ist denn mit dir da? Oh, Boote! Nein! Ja, noch ein bisschen höher, noch ein bisschen höher! Volltreffer! Sag ich doch! Ja, damit hätte ich ja rechnen können, wenn zwei Kampfhubschrauber vor mir sind, ne? Oh oh. Tja, das Flugzeug fliegt gleich ein zweites Mal. Nein! Ah! Warum habe ich eigentlich nicht auf die Hubschrauber geschossen? Kann mir das mal einer sagen? Ja, weil es wahrscheinlich eh nichts gebracht hätte, ne? Oh ja, ein Call of Duty Klassiker. Keine Munition, nein! Dragovic, Kravchenko. Ist dein Ende, Sie da? Herr Mason. Wir haben beide viel zu erzählen. Geht doch nichts über einen gepflegten Stiefel im Gesicht. Au!